Hallo Leute, mein Name ist Marc. Heute reden wir über die Origin One X von Newzoo. Los geht's! Also Leute, kurz ein paar Infos vorab über mich. Meine Hand ist 11 cm breit und 18 cm lang oder hoch, wie ihr wollt. Mein Spielstil ist eigentlich Fingertip Grip und die Maus habe ich getestet auf dem X-Ray Pad Equate in Weiß. Wie habe ich es getestet? Hauptsächlich in Apex Legends. Was kann ich zu der Maus sagen? Eigentlich nur Gutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Fangen wir mal bei der Verpackung an. Die ist echt nice, coole Grafik. Hinten sind alle wichtigen Infos drauf, die ihr braucht. Infos wie 66 Gramm, Batterie ist eingebaut. Was noch wichtig? PAW 3335 Sensor von Pixart. Ich weiß, jetzt werden mir viele sagen, oh, der ist ja 3335, der ist ja schon 5 Jahre alt. Ja, kann sein, Leute. Aber heißt nicht nur, weil ein Sensor 5 Jahre alt ist, dass er schlecht ist. In Sachen Hardware-Implementierung kommt es immer auf die Bauteile und die Optimierung der Chips, die die Bauteile ansteuern, an. Wenn man also viel Arbeit ins Design rund um den Sensor und um den Chip, der die Sensordaten verarbeitet, steckt und ins Hardcoden, also ins Programmieren des Sensors und wie die Daten dort abgetastet werden oder wie die verarbeitet werden, kann man aus solchen Sensoren noch viel, viel rausholen. Und das hat GWolf schon gemacht und ich wette, die Leute bei den Newzoo haben das auch gemacht. Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, die Runde Apex, die ich gerade gespielt habe, das waren 15 Kills mit 3700 Damage. Gefühl war mega mit der Maus. Tracking war absolut on point. Glide war spitze. War alles top level. Das ist halt, die Maus kostet 82,99 bei Max Gaming. Also die steckt locker hier, diese G Pro Superlight steckt die locker in die Tasche. Das ist eine krasse Maus hier. Die Form ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal, aber es ist die leichteste ergonomische Maus weltweit mit 66 Gramm. Erinnert ein bisschen an die Intellimaus von früher, also diese Microsoft Intellimaus, die ihr vielleicht kennt. Und die Maus an sich ist eigentlich super gemacht. Also die Verarbeitung ist echt gut. Plaste fühlt sich ein bisschen günstig an, weil es so ein glattes Plaste ist. Und wenn man so raufklopft hier oben, es ist so ein bisschen hohl, so dieser Hohlheitseffekt, der ist leider da. Hab auch gehört, dass frühere Versionen, also solche Pre-Production-Versionen, das Klickgefühl auf die Schale übertragen haben durch diese Hohlheit. Daran wurde auf jeden Fall gearbeitet. Wenn man klickt, hört man erstmal, dass die linke Maustaste leiser ist als die rechte. Aber es wird kein Klick auf die Schale übergeben. Also es ist nicht so, dass ihr klickt und ihr macht einen Palmgriff und habt die Hand hier hinten drauf, dass ihr in eurer Hand, also in der Palm hinten, den Klick merkt. Das ist nicht der Fall. Hier wird auch mit 2,4 GHz gearbeitet, wie bei vielen anderen Wireless-Herstellern auch. Sicher ist hier auch wieder ein Nordic-Chip verbaut, der diese Frequenzwechsel macht. Kann hierzu auch jetzt nicht mehr viel sagen. 500 mAh-Stunden Akku ist drin. Völlig ausreichend. Was hier gut ist, hier hinten hat man direkt auf die Verpackung hinten drauf geschrieben, wie dieser DPI-Switch, der hier unten ist, arbeitet und welche Zahl bei welcher Farbe ist. Es gibt viele andere Hersteller, wie zum Beispiel Endgame Gear, die zwar reinschreiben, dass man den verstellen kann, aber gar nicht steht, welche Farbe wie viel DPI ist oder welche Herzzahl. Hier hat man es einfach hingeschrieben, ganz einfache Sache, sogar auf die Packung muss man nicht lange das Buch suchen. Deswegen für in Sachen Verpackung ganz weit vorne, weil hier die wichtigsten Infos einfach hinten drauf sind, im Gegensatz zu anderen Herstellern, die auch viel Geld für ihre Mäuse nehmen, die nicht mal wireless sind. Ja, top gemacht auf jeden Fall. Glides sind gut, es ist auch nochmal ein Set Ersatzglides hier drin. Wenn man bei Max Gaming bestellt, dann ist nochmal einmal dieser Übersetzungsdongle hier drin vom USB-C-Typ, womit ihr die Maus auch laden könnt, der sehr schwer in die Maus reingeht. Also wenn man den jetzt hier zum Laden hier reinstecken will, das ist schon, man hat es glaube ich gehört, also auch wenn man es rauszieht, produkttechnisch vielleicht nicht die beste Lösung. Ich glaube, da hätte man sich hier vorne an diesen Dingen mehr Platz lassen sollen, also an dieser Nut hier unten, aber an sich, ist okay. Der Dongle, der Sender-Dongle, sehr klein.
auch gut. Und das halt hier, dieser Übersetzer, dass ihr halt kein extra Kabel kaufen braucht, Verlängerungskabel. Gut gemacht, funktioniert einwandfrei, habe es getestet, gab keine Aussetzer oder so. Echt gute Maus. Würde jetzt auch sagen, dass die Seitentasten völlig okay sind von der Klicklautstärke. Die Haupttaste hat ganz minimal Pre-Travel, so ich würde sagen einen halben Millimeter Pre-Travel, bis sie auslöst. Hat ein gutes Klickgefühl auf jeden Fall, hat keinen starken Seitenwobble, also es bewegt sich ganz leicht seitlich rechts, aber das ist minimal, das kann man vernachlässigen, wenn man spielt auf jeden Fall. Das wird einen am Spiel nicht stören, dieser Links- und Rechts-Travel. Ansonsten Seitengriff gut, also ich habe es halt so fingertippmäßig gespielt, muss ich sagen. Ja, kurz nochmal den Griff. Also ich habe die genau so angefasst, um es mal zu zeigen. Dass ihr mal seht, so habe ich die gespielt. Super Spielgefühl gewesen. Ich habe erst gedacht, dass das Spielgefühl wird schlechter. Aber muss sagen, diese Form, obwohl die so sehr speziell ist, war die auch sehr einfach für mich spielbar. Habe immer ein sicheres Gefühl gehabt beim Glide. Sensor war für mich immer, also der Sensor ist ja auch ziemlich weit vorne. Der war für mich echt gut so, also aufs Spiel übertragbar, fühlbar für mich. Super, kann nicht meckern. Gute Maus. Wenn man die eine Weile spielt, wird man damit auf jeden Fall sehr glücklich. Wenn man aufs Intelli-Maus-Design sowieso steht, dann ist man hier auf jeden Fall genau richtig, Leute. Also von mir eigentlich eine Empfehlung für die Maus. Mir ist jetzt hier nichts aufgefallen, was jetzt wirklich negativ war, wo ich sagen würde, da rate ich euch von ab. Ich glaube, die Maus ist zwischen S und M Handgröße für jeden eigentlich irgendwo spielbar. Jeder wird irgendwann einen Griff finden. Für den einen wird er natürlich schöner sein, der oder besser der Griff als für andere Leute, aber ansonsten muss ich einfach sagen, das ist eine tolle Maus in einem ergonomischen Design. Und das ist, glaube ich, so für viele Oldschool-Leute, die lange spielen, die schon ewig dabei sind, so wie ich seit 1999, die da so ihre Roots haben, ist das eine geile Maus. Weil es ist die Intelli-Maus als Wireless, aber hat eine höhere Qualität in meinen Augen. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Maus, Leute, unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, ciao.